Und damit hallo und herzlich willkommen wieder bei Assassin's Creed Syndicate. Wir sind hier in dieser Zwischenwelt, dieser Ladescreen, den wir immer haben, den jeder kennt. Ich spiele jetzt hier mit der Kleine, weil die gefällt mir ziemlich gut beim Schleichen. Weil ich, wenn ich in Assassin's Creed spiele, will ich auch schleichen. Jacob an sich ist ganz cool. Vor allem seine Moves. Aber naja, okay. Wer ist denn der grüne Punkt? Da muss ich den töten. Ach nein, das ist eine Person, die Hilfe braucht. Einen Moment. Oh fuck, ich hab den falschen getroffen. Scheiße, ich hab den falschen getroffen. Wie geht das denn? Ohne Scheiß, die hat jedes Mal einen Move drauf. Toll, warum muss ich die jetzt plündern? Ich dachte, der plündert die automatisch, wenn ich sie ab... Oh, scheiße. Das war nicht geplant. Fuck it. Okay, scheiße. Das war doof von mir jetzt. Ich gehe mal kurz hier hoch. Oh, guck mal, ein Kätzchen. Kann ich hier auch töten? Nee, wahrscheinlich nicht. Das lassen wir dann lieber. Ja, Whitechapel. Da oben steht's. Whitechapel Ghost Alley oder Eli oder wie auch immer die Scheiße genannt wird. Ja, das sieht hier alles schon mal sehr, sehr gut aus, finde ich. Persönlich. Die Grafik ist außerordentlich wieder gut. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Karte und wir wollten ja jetzt eine Mission machen. Warum der mich dann hier, was ist das? Eine Truhe. Lasst uns die mal suchen. Jetzt müsste die mir hier angezeigt werden. Da. Ah, halt. Schafft ihr das? Ah. A drücken bringt dann nichts. Denn, so, was merkt ihr denn? A drücken bringt nichts. Man muss dann einfach, oh, super. Leder. 39 mal Leder. Wow. Wahnsinn. Man muss nach unten und B drücken, dann geht die nach unten. Das ging ja früher gar nicht alles. Da hat er sich ja irgendwie abgehangen und so ein Scheiß. Ist schon ganz cool, ist schon ganz cool. Was haben wir hier? Helix Glitch. Helix Glitch, was ist denn eigentlich? Also Glitch kennen wir alle. Das heißt, das ist vom Spiel her, naja, etwas, was nicht sein sollte, ein Glitch. Aber mal gucken, wir schauen uns das oben mal an. Denn ich bin dafür, dass wir, wenn wir schon das Spiel spielen zusammen, dass wir auch alles, also ich versuche natürlich mein Bestes, dass ich alle Relikte, alle Truhen, alles bekomme irgendwie, dass ich in den Hauptmissionen vielleicht nicht alle Sachen erledige jedes Mal. Das ist vielleicht okay. Oh, guck mal, da buggt das Spiel. Seht ihr da hinten? Da ist keine, ja, hängt in der Luft, da ist keine Spielwelt mehr. Mal gucken, sehen wir noch ein paar Bugs. Also bis da hinten hin können wir locker gehen, Leute. Wow. Wow. Okay, mal gucken. Sind hier noch ein paar Bugs? Ja, ihr seht, die Texturen, die sind ziemlich verwaschen. Also an sich hat das, also zu Unity ist es natürlich gar kein Vergleich, ne? Das ist schon mal klar. Unity hat sehr viel Wert auf Grafik gelegt, aber wir verzeihen es einem Assassin's Creed Spiel natürlich solche Fehler, aber von Ubisoft ist man dies eigentlich nicht gewöhnt. Oh, hoppla. Hä, warte. Nach vorne, nach da. Leute, ich habe gerade den Todessprung gemacht und er hat es einfach... Oh, dass das nicht weh tut. So. Wir gehen mal weiter. Das ist ein Geschäft, das ist für uns nicht wichtig. So, aber jetzt müssen wir nur mal gucken. Sequenz 3. Die Suche nach dem Straßenkind. Sequenz 3. Aberlinge nehmen wir an. Ich denke mal, wir machen das. Da war ich ja dem letzten Mal auf dem Weg hin. Ich finde cool, dass er dir genau anzeigt, wo du hin musst. Da, wie schnell man da runter geht. Ich muss mir das nur noch angewöhnen, dass ich das mit B mache. Denn, ich vertue mich da immer. Ich versuche immer mit A das zu machen. Das funktioniert ja dann alles nicht. So. Ja, die Straßen an sich sehen. Ah, guck mal, da kommt so ein Kackspaß. Den holen wir uns jetzt erstmal.
So, ah, so plündert er den bei einem Attentat direkt. So, wir gehen mal nach hier vorne. Aber die sprechen gar kein Deutsch mehr, kann das sein? Spielen. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott, wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Meine Rüstung ist cool und ihre auch. Ich finde, die zwei sind so geil. Ich glaube, die behalte ich auch. Es sei denn, wir kriegen die Assassinen-Ausrüstung. Aber nun, was sonst... Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Verfügbare Fähigkeit wieder. Whitechapel erobern ist unsere Hauptaufgabe. Wir sollen erstmal da das Ziel erreichen. Ah, Kopfgeldjagd. Nehmen Sie das Erinnerungsziel gefangen und bringen Sie es zum Übergabepunkt. Die beste Belohnung bewenken Sie, wenn das Ziel lebend abgeliefert wird. Aha. Naja, lebend ist immer so relativ gesehen, ne? Gefangen nehmen. Ah, so läuft der Scheiß. Okay. Gefangen. Ey, dass man Leute gefangen nehmen kann. Wie geil ist das, Leute? Drücken Sie B, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Bewegen Sie sich in der Nähe von Gegnern langsam mit L, um Ihre Entdeckungsradius zu verringern. Bewegen Sie sich schneller mit RT, fällt es Ihren Gegnern leichter, Sie zu entdecken. Okay, drücken Sie B, um einen Gefangenen oder Person in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Okay, aber könnt ihr dann nicht wieder aussteigen? Der in Blau ist es wahrscheinlich, ne? Ach ne, der in Gelb. Oh, hoppla. Cool. Vorteil, der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzlich Geld und EP. Strategie, Ziel, Leben zurückbringen. Tja, gut, mit den ganzen Typen hier wird natürlich kritisch. Dann ist die Frage, wie gehe ich am besten vor? Ja, erstmal. Die sprechen kein Deutsch mehr mit einem, habt ihr es gemerkt? Sonst hätten die ja immer gesagt, hey, was tut er denn da? Wieso benimmt er sich so seltsam? Warum klettert er denn da hoch? Das kommt alles gar nicht mehr. Ja, der tritt den garantiert gleich. Ja, wusste ich doch. Verpiss dich! Ganz lass ruhig, mich! Dann tue ich dir nichts. Ui! Halt die Klappe! Siehst du die Klinge? Nimm deine Hände weg! Hör auf, die Leute so auszunehmen und dann können wir reden. Kaylord wird davon erfahren, was du hier veranstaltet hast. Du wirst nicht mal rettet mich schreien können, geschweige denn Kaylock informieren. Hilfe! Hilfe! Halt die Klappe, Kumpel. Gut so. Guck, der kann doch aufspringen. Ganz genau. Ja, ganz genau. Er kann doch aufspringen, ganz genau. Aber wir fahren mal den Weg, wie sie wollen. Vorsicht, oh mein Gott, wie ich hier fahre. Ey, links überholen, ich überhole rechts. Achtung, Fußgänger. Ach du Scheiße. Boah, wenn du die da wegrattern würdest, würde das alle, ne? Das wäre so geil. Das wäre wie ein GTA-Spiel. Weiter so. Sehr schön. Kopfgeldjagd abgeschlossen. Herausforderung. Zielleben zurückbringen, habe ich geschafft. Belohnung.
sind 132 plus 75 XP, 200 plus 100 und Frederik Oberlein, Leute, ernsthaft. Loyalitätslevel, meine Fresse, ey. Ja, haben wir jetzt, also wir können uns bei dem Kerl dann, oder bei jedem einzelnen Kerl wahrscheinlich einschleimen und dann kriegen wir die entsprechenden Sachen oder kriegen die freigeschaltet, um sie zu kaufen. Eins von beiden, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das mal eine richtig coole Idee. Sympathien und Loyalität. So, finden Sie sympathische Sympathisanten in ganz London und helfen Sie ihnen. Ja, wenn Sie Sympathisanten helfen, steigern deren Loyalität den Rooks-Level. Ach, den Rooks gegenüber. Ach so, ja, genau, der hat ja sonst seine Armee so genannt. Finde ich total scheiße, den Namen, ganz ehrlich. Durch Loyalität schalten Sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Ah, okay, alles klar. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Nicht erobert, Whitechapel 20%. Aha, weil wir das hier gemacht haben. Guck, also die Hauptmission, die wir hier machen quasi, wenn wir die machen, dann haben wir die befreit quasi und die vier müssen, die drei müssen wir noch machen. 20% haben wir. Wir sind jetzt hier in der Nähe. Ich würde sagen, wir sind ewig frei. Wir gehen zum Helix-Glitch jetzt. Ich gehe mal kurz, weil ich glaube, ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt. Datenbank, das ist alles so uninteressant. Einen Punkt, super, so. Jetzt ist das automatisch dazu gekommen, weil wir die Mission gemacht haben. Das heißt, hätten wir es vorher aktiviert, dann wäre das echt Verschwendung gewesen. Haben wir ja Schwein gehabt, Leute. So, wir lesen uns mal wieder die Sachen durch. Nee, warte, das kennen wir alles. Das kennen wir alles, das hier kannten wir noch nicht. Konterangriffe haben eine längere Zeitfenster und richten mehr Schaden an. Okay. Öffnen die meisten Truhen in London, außer jene, die einen Generalschlüssel erfordern. Gefangen genommene Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen. Ihr Schleichwertung verbessert sich um 7. Sie werden weniger schnell entdeckt und ihre Attentate verursachen weniger Lärm. Okay, das ist cool. Greifen Sie einen Gegner an, kurz bevor dieser den Kampf einsteigt, um signifikanten Schaden zu verursachen. Was war das hier nochmal? In Adlerauge, ach ja, durch die Leute zu sehen, genau. Finden Sie bei Quellen mehr seltene Herstellungsmaterialien. Reduzieren Sie erlittenen Nahkampfschaden. Ich würde aber sagen, wir machen das mit dem Attentat, weil sie ist ja dafür bekannt, Attentäter, Assassins Art. Warum kann ich das nicht machen? Ach, ich brauche dafür 2 Punkte. Oh, das ist aber jetzt eine linke Nummer. Okay, dann warte ich lieber die Punkte. Das ist mir nämlich wert für sie. Und jetzt, lauf nicht vor mir davon! Oh, Alter, ey, fuck mich gar nicht. Ich polier dir die Fresse. Ja, du polierst mir die Fresse. Guck mal, wie ich dir die Fresse poliere. Das ist immer der übelste Move, ne? Das ist so deren Lieblingsmove, glaube ich. 62 Meter, wir laufen da mal hin. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Hört ihr? Die reden Englisch, glaube ich. Oder ich vertue mich wieder. Kann ich auch auf Bäume drauf? Mal gucken. Ne, okay, auf Bäume geht nicht drauf. Schade, das ging ja, das konnte Edward ja gut. Fand ich persönlich echt coole Idee. Frage, wie kommen wir denn an das Ding dann? Nee, wartet. Die Bäume sind auch nicht dafür gemacht, dass du da herlaufen kannst. Ah, bestimmt braucht man dafür später diesen Enterhaken, den man bekommt, den ich gesehen habe. Ja, den können wir leider jetzt nicht holen, schade. Gut, was sollen wir machen, ne? Ist halt so. Illustrationen, ja, ich denke mal, wir gehen da hin, weil dann können wir auch gleichzeitig danach direkt dorthin gehen. Und, ah, Mann, die Folgen sind immer so schnell rum, leider. Tut mir selbst voll leid. Aber was sollen wir machen, ne? Oh.
So, eine Frau, eine Frau. Ja, ich spiele die Frau total gerne irgendwie. Jacob muss ich mal gucken, ob ich den auch spielen werde überhaupt. Bestimmt gibt es Missionen, wo ich ihn spielen muss, aber im Endeffekt spiele ich halt total gern. Ach lol, die macht noch nicht mal mehr die Bewegung zum Abreißen von dem... Unglaublich. Unglaublich, da haben sie echt nachgelassen mit ein paar Sachen. Alter, noch mehr Five, du kannst nicht heben hier, ne? So, erstmal den nächsten Kollegen. Dead as a doornail. Ja, das war's für ihn. So, ich würde sagen, ich mache mich noch hier auf den Weg, Leute. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns das in der nächsten Folge an. Boah, die Kinder, Alter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und das würde mich dazu auch sehr ermutigen, mehr Videos zu machen. Aber natürlich läuft Assassin's Creed, wie ich schon gesehen habe, auch nicht 100% flüssig. Das liegt nicht an meinem PC oder so. Ich habe, Alter, bis an die Zähne bewaffnet. Du hast mich da gar nicht gesehen. Autsch. Okay, jetzt wird's kritisch langsam, Leute. Was meint die doch? Was meint die doch? Was meint die doch? Mein Leben ist wirklich bei null. Nur mal so nebenbei. Ich verstecke mich mal in der Kühltruhe. Ach, man kann sich sogar in Kutschen verstecken. Jetzt ist die Frage. Das mich beschäftigt ist, wie lange bleibt mein Leben so? Danke. Tja. Ach, wie geil, die ist da rausgefallen. Ist das cool. Ist mal eine coole Aktion. So, wir müssen mal ein bisschen vorsichtiger in der Menge untertauchen. Gut, dann verteilt das Dynamit und seid vorsichtig. Oh, alles klar. Schick dir deine Ausbildung. Du bist auf alles vorbereitet. Ich bin mein Minister. Es gibt keinen... Ist das Stomach Line? Look, she's found herself a nice one. Prettiest woman I've ever seen. Boah. Der bemerkt nichts. Das sollte sie ausschalten. Kommt, Leute, wir machen das noch gerade. Aber sie macht immer den gleichen Move. Ah, nee, das macht sie so. Hier ist aber irgendwo eine Kiste. Da. Passt auf! Die ist hier irgendwo! Autsch, das kommt schnell. Merkt ihr wieder, der ultimative Move. Da kennt sie sich richtig gut aus. So, wir plündern natürlich. Und wir plündern jetzt diese Kiste hier. Aber ich glaube, die geht nicht, ne? Doch, zum Knacken. Oh, das kann sie jetzt. Tada. Farben, grün, nice. Wir haben eine grüne Farbe. Okay, jetzt müssen wir, achso, erstmal aus dem Gebiet fliehen. Okay. Ach so, Templerjagd abgeschlossen. Herausforderung: Das Ziel mit einer Kiste Dynamit. Mit einer Kiste Dynamit. Ich hab doch gar keine Dynamitkiste. Ach, und das war schon unsere Aufgaben, Leute. Hoppla.
Okay, gut. Ich muss aber jetzt wirklich Schluss machen. Schön, dass ihr wieder da seid. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.